Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Jetzt ist es inzwischen schon wieder 2 Wochen her, dass es das letzte Video gab. Das liegt einfach daran, dass in der Zwischenzeit die Feiertage waren, also Weihnachten und Silvester. Da habe ich einfach nicht so viel geschafft, aber an der Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass alle eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Natürlich, da müsst ihr erstmal dran arbeiten, weil von nichts kommt nichts. Also wenn ihr irgendwelche Träume habt, dann packt sie an und bleibt auch wirklich dran und dann werden sie auch in Erfüllung gehen. So, nach diesem Motivational Talk gehen wir wieder zurück zur Tagesordnung über. Im heutigen Video werde ich auf jeden Fall die Hängeschränke fertig machen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich die auch schon streiche oder noch nicht. Aber auf alle Fälle, ihr seht schon, hier fehlen noch Rückwände, die kommen hier rein, Zwischenböden kommen rein, Klappen vorne natürlich. Auf der anderen Seite im Hängeschrank mache ich so ein kleines Fach im Hängeschrank nochmal rein, wo ich dann USB-Ports und 12-Volt-Steckdosen einbaue, dass man da auch im Hängeschrank quasi seine Geräte aufladen kann. Das werde ich dann noch reinbauen. Wir haben jetzt gerade Montagabend oder Nachmittag. Ich habe momentan irgendwie die super Angewohnheit, dass ich immer erst anfange hier draußen zu arbeiten, wenn es schon dunkel wird. Jetzt ist gerade schon wieder 16:30 und ich fange jetzt an. Aber naja, ich habe halt auch drinnen am Computer immer sehr viel zu tun und habe irgendwie momentan nicht so optimales Timing, dass ich dann drinnen arbeite, wenn es draußen hell wäre. Und dann gehe ich erst raus, wenn es dunkel wird. Naja, muss ich vielleicht optimieren. Aber auf alle Fälle, neben den Hängeschränken wird es im heutigen Video auch zumindest definitiv um die Wandverkleidung hier unten gehen. Da um das Bullauge rum. Hier kommt natürlich auch eine schöne weiße Wand einfach hin. Und ums Bullauge rum kommt dann ein Biegesperrholz. Das ist absolut crazy. Das, was knackst, ist nicht das Holz, sondern der Kabelkanal, auf den ich drauf trete. Also das Sperrholz hier, ihr könnt sehen, das kann man einfach richtig krass biegen. Ich finde sowas von verrückt, dass sowas existiert. Aber das kommt auf jeden Fall dann ums Bullauge quasi. Und dann ist vorne halt eben diese große Verkleidungsplatte hier. Ich bin mega gespannt, wie ich das hinkriege. Ich habe momentan noch ein bisschen Respekt davor und weiß noch nicht ganz, wie ich das schaffen soll, weil ich muss den Ausschnitt in die große Platte halt schon mal voll perfekt machen, dass der genau an der richtigen Stelle ist, wo dann auch das Bullauge ist. Und dann kommt eben dieses Biegesperrholz darum und dann muss ich das Biegesperrholz noch genau so abschneiden, dass es vorne halt eine schöne bündige Fläche ergibt und dann wird das auch eben alles weiß gestrichen. Also ich bin echt gespannt, wie das am Ende mal wird und das seht ihr auf jeden Fall auch in diesem Video. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch so ein paar Kleinigkeiten erledigen, also auch die Küche zum Beispiel. Da fehlen die Arbeitsplatten nach wie vor bei beiden Küchenelementen. Ich denke, dass ich die als nächstes dann mal mache, weil die habe ich jetzt endlich hier. Da bin ich inzwischen 4-5 Mal zum Bauhaus gefahren, also an der Stelle schon mal hier keine Werbung, aber bei Bauhaus gibt es diese schönen Eichenplatten, 2 Meter lang und gibt es mit 50 oder 60 Zentimeter Tiefe und 2 Zentimeter dick. Also wirklich relativ optimal, wenn man eine Eichenplatte im Van haben will. Weil ich würde keine dickere nehmen, weil dann wird es irgendwann wirklich schwer. Genau, und da werde ich eben den Ausschnitt für die Spüle reinmachen, dass dann auch die Spüle da rein kann. Und dann hier bei diesem Küchenelement, da wird die Platte quasi hier so angeschrägt an die Dusche rangehen. Ja, und wenn das dann alles soweit fertig ist, dann steht definitiv mal die Elektrik aus und dann auch hier die Sitzbänke quasi. Da kommt dann quasi da eine Sitzbank hin, da eine Sitzbank hin. Hier steht jetzt momentan schon provisorisch die Batterie und hier kommt eben auch eine Sitzbank bis zur Tür hin und in diese Sitzbank wird halt die komplette Elektrik integriert. Also ich glaube, ich mache das quasi so ein bisschen parallel, dass ich die Elektrik hier reinmache und die Sitzbank baue. Da kommt dann auch das Klo vorne in die Sitzbank rein, also das wird dann alles quasi so genau eingepasst, dass es halt perfekt da reinpasst. Ja, und wenn ich die Sitzbänke dann gebaut habe und die Elektrik auch drin ist, dann geht es hier langsam, aber sicher wirklich Richtung Ende zu. Es sind zwar noch sehr, sehr viele Kleinigkeiten nach wie vor. Also auch die komplette Dusche ist ja momentan noch bei weitem nicht fertig. Da fehlen noch die Armaturen, da fehlen noch die Kunststoffpaneele, dass das Ganze wasserdicht wird. Es muss dann auch noch alles mit Silikon abgedichtet werden. Der Ventilator oben fehlt noch und so weiter. Also die Dusche steht zwar schon lange so als Grundgerüst, aber da fehlen halt auch noch sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Und das sind dann noch so die ganzen Sachen, die ich dann noch machen muss. Hier natürlich auch noch den Tisch in die Mitte zwischen die Sitzbänke. Ja, und all diese Dinge stehen dann noch aus. Aber jetzt rede ich schon wieder so lange. Wir fangen einfach jetzt mal an mit dem heutigen Video. Und dann schauen wir mal, was diese Woche alles so passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Thank you.
Mein Zirkel war wieder mal zu klein, genau schon wie damals, als ich das Blech ausschneiden musste für das Fenster. Deshalb habe ich mir wieder so einen Zirkelersatz aus einer Holzlatte gebastelt. Ganz einfach den Abstand, also den Radius im Endeffekt, den ich hier brauche, habe ich abgemessen und hier angezeichnet. Dann zwei Löcher gebohrt mit der Größe, dass ich so den Bleistift durchstecken kann, dass er hier schön fest drinnen steckt. Bei dem anderen habe ich einfach den Holzbohrer drin gelassen, der in der Mitte eine Zentrierspitze hat. Und dann konnte ich hier, also ich habe mir da vorher ja schon die Linien angezeichnet, was ich abgemessen habe. Das ist quasi, hier soll der Ausschnitt halt beginnen. Oben habe ich nur gemessen, wie viel Abstand von der Kante vom Holz quasi sein soll, bis das beginnt. Und dann habe ich die zwei Linien hier verbunden, dass die sich hier treffen, sodass ich dann von diesem Eckpunkt weg, da hätte ich jetzt schon mit dem Ding hier die Linien konstruieren können im Endeffekt, aber ich habe hier einfach nochmal den Radius abgemessen und hier angezeichnet, nach da dann genauso. Da hätte ich jetzt auch gleich mit dem Ding hier an die Ecke gehen können und das so anzeichnen können, ups, die zwei Punkte. Und dann habe ich an den beiden Punkten angesetzt, habe dann eben hier den Mittelpunkt gesetzt, indem ich einfach mit dem Radius hier wieder einmal so zack und einmal so zack gemacht habe. Dann kriegt man hier den Mittelpunkt und dann setzt man eben genau an diesem Schnittpunkt, an dem Mittelpunkt, die Zentrierspitze vom Bohrer an und dann kann man hier schön seinen Kreis einmal außenrum ziehen. Also das hat gut funktioniert und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt werde ich noch schnell die Stichsäge zücken, werde das Ding hier mal ausschneiden. Dafür bohre ich halt auch einfach wieder ein Loch und dann kann ich mit der Stichsäge einmal außenrum. Ja, und dann bin ich wirklich gespannt, ob das einigermaßen passt, die Position. Wenn nicht, dann muss ich natürlich die Platte erstmal wieder neu kaufen. Also das ist so, entweder es klappt oder ich brauche die Platte neu. Da gibt es nichts dazwischen. Und wenn ich jetzt gleich mit der Stichsäge arbeite, dann nehme ich mir auch direkt das Biegesperrholz. Weil das Biegesperrholz kommt, wie gesagt, so um das Fenster rum. Und da brauche ich auch eigentlich nur ein paar Zentimeter. Deswegen werde ich hier jetzt auch schon mal so einen Streifen rausschneiden, der so 5, 6, 7 Zentimeter ist oder vielleicht auch 10. So, dass er halt noch definitiv groß genug ist, dass er dann nach vorne übersteht. Aber ich will es halt dann schon mal anhalten können ums Fenster, ob das einigermaßen passt. Und wenn es dann passt, dann werde ich es später ums Fenster rum halten und dann kann ich anzeichnen, wo ich es nochmal abschneiden muss. Und dann schneide ich das auch wieder mit der Stichsäge ab. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Also Leute, ich habe gerade das Mikro nicht auf der Kamera drauf, deswegen ist der Ton wahrscheinlich komplett beschissen. Aber ich fühle es gerade so hart, ich finde das so geil gerade, das anzuschauen. Bis jetzt war ja ewig lang die Wandverkleidung halt gar nicht dran und deswegen hat alles noch so unfertig ausgeschaut. Und jetzt, wenn man das so sieht, ich finde das schon sowas von geil, ist natürlich noch nicht fertig. Ich werde das noch schön außenrum abschneiden, sodass das eine Ebene wird. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich es überhaupt so gut hinbekomme. Hier oben, ich mache mal Licht. Da die Schnittkante, wo quasi die zwei Dinger von dem Biegesperrholz aufeinandertreffen, die habe ich nicht so optimal hinbekommen. Das muss ich dann noch irgendwie verschönern. Das kriege ich auch nicht besser hin. Also das ist einfach so, vor allem weil ich hier unten, da ist diese Metallschiene im Weg und da liegt jetzt quasi hier das Biegesperrholz schon auf. Und deswegen, ich kann nicht weiter runter, sonst wird es gehen, aber so geht es jetzt eben nicht anders. Aber ist mir egal, ich finde, das sieht so cool aus, vor allem wenn das jetzt dann auch alles weiß wird. Dann kommt hier die schöne Eichenarbeitsplatte hin, hier die weiße Spüle und dann noch der schwarze Wasserhahn. Das wird so nice. Also ich habe gerade richtig, richtig Bock, bin jetzt wieder richtig motiviert. Aber jetzt mache ich Feierabend für heute. Aber morgen geht es dann wieder weiter und ich hoffe mal, dass ich morgen, wenn ich hier die Tür öffne und das sehe, auch motiviert bin. Ich mache gerade meine Testfahrt, ich muss zum Baumarkt und normal fahre ich da immer mit dem Pkw. Jetzt bin ich mit dem Van unterwegs und bin mal ein längeres Stück extra gefahren, um hier auch mal ein bisschen schneller zu fahren. Ich bin jetzt hier bei, ja, jetzt 100 unterwegs, ich war auch gerade auf 110 und wollte mal hören, wie das dann da oben mit den Windgeräuschen ist vom Dachträger. Aber ich muss sagen, also ich finde es überhaupt nicht störend. Jetzt fahre ich 100, ja, das kommt auf der Kamera sowieso nicht rüber. Aber ich meine, so ein Transporter, wer schon mal mit dem Transporter gefahren ist, der weiß das. Das ist sowieso was anderes als mit dem Pkw. Da hat man eh mehr Windgeräusche und es ist eh alles lauter. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Dachträger jetzt bei 100, 110 km/h
einen riesigen Einfluss hat. Also ich hatte überlegt, ob ich da oben noch vorne so einen Spoiler hinmache oder so, dass die Luft nicht so drunter pustet. Aber ich muss sagen, ich sehe es nicht als nötig aktuell. So, jetzt muss ich die Ausfahrt nehmen, da geht es mich zum Baumarkt. Also, das war's mit der Aufnahme. Kurze Zwischeninfo. Manchmal frage ich mich ja, warum ich so langsam vorankomme, aber ich kann es euch zeigen. Und zwar, ich bin hier gerade an den Rückwänden von diesem Hängeschrank und da habe ich einfach mir gedacht, auf der einen Seite mache ich die Wand hier, die Rückwand bis da oben, auf der anderen Seite nehme ich zwei Stücke und mache das quasi so ungefähr so. Und ich weiß nicht, wie gut das jetzt auf der Kamera rauskommt, aber hier in dem linken Fach ist jetzt viel, viel mehr Stauraum, dadurch, dass halt die eine Wand senkrecht ist und die andere schräg. Nachdem halt irgendwie doch jeder Zentimeter zählt, habe ich jetzt beschlossen, dass ich das, wie ich es hier geplant habe, für da auch so machen werde. Das heißt, diese große Platte schneide ich ab, dann brauche ich nochmal so einen dicken Streifen, den kriege ich da leider nicht raus, da brauche ich ein größeres Stück und der kommt dann auch da oben noch hin. Und hier vorne mache ich es aber so, dass die Platte einfach nur so reinkommt, weil hier sind dahinter sowieso relativ viele Kabel. Ja, gut, da könnte ich auch noch ein bisschen Platz gewinnen, aber da lasse ich es wirklich einfach so. Und ich denke, Stauraum wird hier keine Mangelware mit all diesen schönen Hängeschränken. Und dann habe ich ja auch noch hier die zwei großen Küchenelemente mit ganz viel Platz. Also da sollte dann wirklich genug Stauraum sein. Ich habe gerade wieder überhaupt keine Struktur in meinem Vorgehen und mache alles total unorganisiert. Aber ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich jetzt diesen Pfusch mit dem Hängeschrank hier behebe. Falls ihr mein Video von vorletzte Woche gesehen habt, den Teil 1 von den Hängeschränken, dann habt ihr gesehen, dass ich diese Platte hier versehentlich zu kurz gemacht habe. Also die ging hier nicht weit genug runter. Und deswegen habe ich jetzt diesen Versatz hier drin. Ganz einfach, weil ich die hier trotzdem hier im rechten Winkel angeschraubt habe. Und deswegen ist hier jetzt der Versatz. Und ich dachte mir erst, okay, ich mache hier jetzt so eine Rechteckleiste, eine Dreieckleiste unten rein. Die habe ich sogar da. Das sieht dann auch ganz gut aus. Die habe ich hier, gut, das seht ihr jetzt so nicht, aber die hätte man schön hier reinmachen können. Die passt, dass man da zumindest einen schönen Übergang hat. Aber jetzt habe ich ja hier vorne dran irgendwann dann die Klappen. Und da dachte ich mir dann, wenn jetzt die vorderste Klappe kürzer ist, um diesen 1,5 cm als die anderen beiden, das sieht komplett beschissen aus, wenn man so davor steht und drauf schaut. Und die andere Lösung war jetzt eben, dass ich die Platte gekauft habe in derselben Größe wie die anderen beiden Klappen, dass alle drei gleich groß sind. Aber dann ist es eben so, dass man von hinten, also von draußen vor allem, wenn man reinschaut, dann sieht man hier, dass die Klappe weiter runter geht. Das sieht auch komplett beschissen aus. Sorry für diese Ausdrucksweise, aber es ist einfach so. Das sieht einfach wirklich nicht schön aus. Dann hatte ich überlegt, dass ich vielleicht hier unten dran auch eine Leiste mache oder so, aber das ist halt alles irgendwie Pfusch. Die einzig gute Lösung wäre noch gewesen, hier einfach nochmal eine 15 mm dicke Platte unten dran zu machen, dass es dann einfach bündig wird. Aber so eine dicke Platte will ich ja auch nicht dran machen. Dann habe ich hier insgesamt fast 3 cm Platte. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich hau die Platte einfach nochmal raus. Ich bin gespannt, ob ich das gut hinkriege, weil die ist hier unten an die Platte geleimt auf jeden Fall. Hier hinten bei der Holzplatte habe ich, glaube ich, auch Leim unten reingemacht und sonst halt überall verschraubt. Hier oben habe ich es nur verschraubt, diese zwei Holzlatten, die sind nur reingeschraubt. Deswegen, ich werde jetzt einfach so wie es ist, hier mal die Schrauben lösen, dann kann ich es hier oben schon bewegen. Hier unten bei der Holzlatte auch die Schrauben von der Seite lösen und dann hier unten die ganzen Schrauben rausholen. Und dann bin ich gespannt, ob ich das auseinanderkriege, weil die Bodenplatte brauche ich natürlich wieder. Aber im Zweifel muss ich es halt hier mit der Handsäge vorsichtig so einmal absägen, ohne dass ich die Platte dabei zu sehr beschädige. Dürfte schon gehen. Genau, und dann werde ich mir einfach die Platte neu zuschneiden mit dem passenden Maß. Und dann muss ich natürlich auch die Bodenplatte mit der Bodenplatte wieder verbinden. Weil hier habe ich jetzt momentan auch von der hinteren Seite reingeschraubt. Und das geht dann natürlich nicht mehr, weil die Bodenplatte rutscht ja quasi runter, dass sie hier auf derselben Höhe ist. Da hatte jetzt gerade mein Bruder den super Einfall, dass ich das ja mit Dübeln machen kann. Optimale Lösung eigentlich. Ich habe schon wieder irgendwie an den Pfusch gedacht. Mein Plan war, dass ich hier in die Ecke rein, die ihr jetzt quasi nicht sehen könnt, eine Holzlatte mache. Dann kann ich die Holzlatte von hier hinten anschrauben und dann hätte ich von unten die Platte auch in die Holzlatte schrauben können. Also es hätte dann auch gehalten, aber dann hätte ich halt hier im Hängeschrank eine Holzlatte gehabt, wo man sich gefragt hätte, warum die da ist. Und so mit Dübeln kann ich einfach sowohl in die Platte von da als auch in die Platte von da Löcher reinbohren, Dübel rein mit Leim. Und dann wird das Ganze durch die Holzlatten ja auch noch fixiert, dass es quasi nicht aus kann. Und die Dübel, die können auf jeden Fall dann die senkrechte Kraft super halten. Also, jetzt habe ich wieder ein bisschen was vor, aber
Ja, es ist definitiv besser. Das wäre so ein Schmarrn, wenn ich das jetzt so lassen würde. Klar, im ersten Moment denkt man sich so, kein Bock, das jetzt nochmal zu verbessern, wenn man so einen Fehler gemacht hat. Aber es wäre sowas von dumm, wenn ich das jetzt so lassen würde und dann am Ende da so einen Push deswegen hätte. Also, was muss, das muss, mache ich mich mal an die Arbeit. Okay, krass, das hat mich jetzt gerade überzeugt, dass das Leim doch ganz schön viel hält, auch wenn es nicht mal richtig festgespannt wurde, weil hier habe ich überall an die Kanten einfach nur so halt provisorisch Leim drauf gemacht und habe das dann angeschraubt halt, und beim Schrauben entsteht ja nicht so ein krasser Verpressungsdruck, und trotzdem musste ich jetzt gerade richtig mit Gewalt das hier rausreißen im Endeffekt. Und hier, schaut mal, da hängt sogar noch ein Stück von der Holzlatte hier hinten dran. Also das ist einfach, da hat sich der Leim quasi nicht gelöst, sondern ein Stück von der Holzlatte ist rausgerissen. Also echt heftig, und hier auch überall noch so kleine Streifen. Also ich glaube wirklich, das hätte jetzt auch ohne Schrauben gehalten, wenn ich nicht so grobe Gewalt angewendet hätte. Krass, also ich hätte nicht gedacht, dass der Leim, wie gesagt, so viel hält. Aber jetzt bin ich schon mal ganz zuversichtlich, weil, genau, alles andere ist nur noch mit Schrauben befestigt. Da ist jetzt nichts mehr geleimt. Jo, genau. Also ich denke, die Platte für den Hängeschrank dürfte jetzt passen. Jetzt habe ich aber gerade spontan beschlossen, dass ich jetzt kurz noch die Küchenarbeitsplatte zuschneide. Da habe ich jetzt eine neue Eichenplatte gekauft, weil ich ursprünglich versehentlich den Ausschnitt für die Spüle in die falsche Platte gemacht habe. Und jetzt werde ich das nochmal richtig machen mit der neuen Platte. Und danach mache ich dann im Van weiter, weil ich habe heute schon wieder so spät angefangen. Es ist schon wieder relativ spät, wird bald wieder dunkel. Deswegen schneide ich jetzt mal noch die Eichenplatte zu. Mache da auch gleich den Ausschnitt für die Spüle wieder rein, und dann mache ich später, wenn es dunkel ist, im Van mit Licht den Hängeschrank fertig, beziehungsweise halt die eine Platte wieder dran. Das hier war die Platte, die ich falsch zugeschnitten habe. Also jetzt sieht man es auch, das Stück hier hinten hat eben gefehlt, weil das das kürzere Stück von der Arbeitsplatte war, was eigentlich für die andere Küche bestimmt ist. Und ich werde jetzt zumindest von dem hier den Ausschnitt für die Spüle übernehmen. Ich hoffe mal, dass ich da zumindest richtig gemessen hatte, aber ich glaube schon. Und ja, jetzt kann ich das hier schön anzeichnen. Und dann, ja gut, hier ist ein Stück weggebrochen, wie man sehen kann. Da muss ich auch aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Das habe ich dann absichtlich abgebrochen. Das ist nur so angeknackst. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber nachdem es eh die falsche Platte war, habe ich das dann weggebrochen. Ach so. Jetzt merke ich gerade, ich muss ja hier vielleicht auch noch was wegschneiden. Ja, wahrscheinlich muss ich das auch noch wegschneiden, den ganzen Streifen. Ich glaube, ich hatte damals bei der Platte das direkt im Baumarkt so zuschneiden lassen. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, jetzt nehme ich die noch mal kurz mit in den Van und gucke da von der Größe her, also von der Tiefe von der Arbeitsplatte, ob die passt, weil dann muss ich hier noch den Streifen wegschneiden und dann kann ich den Ausschnitt machen. Also das wird doch ein bisschen schwieriger als erwartet, und zwar muss ich die Platte hinten quasi ein bisschen schräg abschneiden. Da muss ich jetzt hier anzeichnen, hier einen Zentimeter und dann zur Ecke, dass es ein bisschen schräg ist, weil die Küche, die kann ich nicht so ganz gerade ins Auto reinstellen, da ist halt nie alles symmetrisch. Deswegen schneide ich jetzt da so ein Stück schräg ab und dann gucke ich nochmal, wie viel vorne da noch von der Geraden quasi weg muss. Also dann auch parallel zur jetzigen Kante. Genau, also da muss definitiv auch noch was weg, aber nicht so viel wie bei der anderen Platte. Das wäre zu viel gewesen. Jetzt mache ich es erstmal hinten schräg, dann tue ich die Platte nochmal in den Van rein und dann gucke ich, wie viel ich hier vorne wegschneiden muss. Und dann kann ich erst den Ausschnitt für die Spüle machen. Thank you.
das sieht schon mal viel besser aus. Und ja, ich weiß, ich hätte mir einen Schnitt sparen können, wenn ich es einfach gleich abgemessen hätte und nur das von hinten weggeschnitten hätte. Und ich glaube sogar fast, dass ich den Schnitt, den ich jetzt noch machen muss, auch hinten mache. Weil hinten ist es halt weniger schlimm, wenn es nicht so schön wird, der Schnitt, wie hier vorne. Deswegen hier vorne will ich einfach die Originalkante behalten. Deswegen messe ich jetzt aus, wie viel ich hier will. Ich mache, glaube ich, noch so 1 Zentimeter Überstand über die Schublade oder vielleicht auch 2. Ja, 2 dürfen es schon sein. Und dann schneide ich das, wie gesagt, wieder von hinten weg, parallel zu der jetzigen Kante, dass die Kante quasi ein bisschen schief bleibt. Ja, weil so passt halt jetzt gut, dass es hier schön an der Wand dran ist, hier bündig an der Küche endet und hinten auch an der Rückwand. Und das war eben vorher nicht so, vorher war da eben ein Spalt und das war dann nicht so schön. So, noch ein kleiner Tipp. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich habe die Platte am Ende umgedreht. Ich habe nämlich auf der Rückseite diesmal angezeichnet und da dann auch den Ausschnitt gemacht. Das Anzeichnen, gut, teilweise hat man sonst noch Bleistiftreste oder so, wäre jetzt nicht so schlimm. Aber erstens muss man da nicht abkleben, weil man auch mit der Stichsäge dann nicht die schöne Seite verkratzt eventuell. Und die Stichsäge franzt manchmal das Eichenholz so ein bisschen aus. Und das ist mir bis jetzt immer nur passiert auf der Seite, auf der ich geschnitten habe, dass dann hier so kleine Splitterchen wegbrechen im Prinzip. Und das sieht man halt später dann. Und deswegen ist es besser, auf der Rückseite quasi zu schneiden, weil dann hat man das Problem auch nicht und dann sieht das Ergebnis einfach schöner aus. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob ich ein drittes Mal so eine neue Eichenplatte kaufen muss oder nicht. Das sehen wir gleich, wenn ich die Platte in den Van tue. Aber eigentlich dürfte jetzt nichts mehr falsch sein, außer vielleicht jetzt der Ausschnitt, weil da habe ich ja nicht nochmal nachgemessen, ob das wirklich von der Position her passt, die Links-Rechts-Ausrichtung und auch die Tiefe. Gut, eventuell könnte ich hier nochmal mehr wegschneiden, aber weniger natürlich nicht. Ja, wir werden es gleich wissen und ich hole auch direkt noch die Spüle, dass wir die auch mit reinstellen können, dass man auch von der Optik her schon mal sieht, wie das Ganze dann aussieht. Das wird nämlich richtig nice, wenn es mal irgendwann richtig ausgeschnitten ist. Das große Finale. Boom! Sieht man das? Ja, ich glaube, man sieht's. Sieht das nicht schön aus? Also, ja, okay, ich habe es noch nicht so genau angeschaut. Das sollte ich erstmal machen, bevor ich es in die Kamera halte. Nein, Spaß. Da ist ein kleiner Spalt zu sehen, aber da kommt dann noch Silikon oder sowas rein. Und sonst, ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, die Spüle, die ist nicht komplett quadratisch, auch wenn sie so aussieht. 2 von den Wänden sind so ein bisschen ausgebeult und ich glaube fast, das sind die, die ich jetzt hier seitlich habe. Also wenn ich sie noch einmal drehe, dann habe ich hier die geraden Kanten. Das sieht wahrscheinlich schöner aus. Probiere ich nochmal kurz. Okay, nein, das Drehen der Spüle hat nichts gebracht. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis auf jeden Fall. Wie gesagt, kleiner Spalt ist zu sehen, auf der anderen Seite auch. Aber auf der Seite ist sowieso hier direkt die Duschwand und da kommt noch so ein Holzkasten sogar hin. Deswegen schiebe ich es einfach so rüber, dass es hier möglichst einen kleinen Spalt hat auf der Seite. Und dann kommt, wie gesagt, eh noch Silikon oder sowas hin. Sieht auf jeden Fall mega nice aus, finde ich. Ich habe diesmal auch die richtige Platte genommen, die hier bündig mit der Küche endet. Wäre auch echt krass gewesen, wenn ich es nochmal verkackt hätte. Aber ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich glaube, es ist auch mittig bei dem Bullauge. Das kann ich vom Augenmaß ja immer noch nicht 100% sagen. Aber wenn ich es nicht erkenne, dann passt es schon, würde ich sagen. Ich habe hier bestimmt ein paar Leute mit sehr guten Augen
fürs Detail. Die erkennen bestimmt, ob das 100% mittig ist, wenn ich so halte. Aber ja, ich denke schon. Hier kommt dann auch der schwarze Wasserhahn später hin und das wird einfach nur schön aussehen, glaube ich. Also jetzt habe ich auch momentan hier das Biegesperrholz nochmal rausgenommen, wie ihr sehen könnt, weil ich das Biegesperrholz erst reinmache, wenn die Wand final angeschraubt ist und die Küche final angeschraubt ist, sodass die Platte sich halt wirklich auch nicht mehr bewegt, weil ich das Biegesperrholz ja auch zuschneiden muss. Deswegen mache ich das erst, wenn das wirklich alles fixiert ist und dann kommt erst als Abschluss quasi das Biegesperrholz da rein. Jo, ich bin auf jeden Fall wie gesagt happy. Jetzt schaue ich mal noch, weil das Reststück, also ich habe jetzt einmal für dieses Küchenelement noch ein Stück von der Platte, das was ich vorher rausgeschnitten habe quasi, und den Rest von der anderen Platte, die ich zerstört hatte, werde ich noch als Tisch nutzen und dafür muss ich noch von der Platte, wo ich den ersten Spülenausschnitt falsch reingemacht habe, da muss ich noch so einen länglichen Streifen rausschneiden und den leime ich dann an das andere Reststück dran, dass es eben breiter wird und dann wird das später noch der Tisch. Ja, und dafür schneide ich jetzt auch noch mal kurz die Platte zu, wenn ich schon dabei bin, hier am Lärm machen. Und dann geht's mit dem Hängeschrank weiter, weil jetzt wird's auch schon wieder dunkel draußen. So, der erste Pfusch ist behoben. Die Platte hier hat jetzt unten keinen Versatz mehr zur nächsten Platte. Ich werde das dann später hier unten auch noch abschleifen und dann vielleicht versuche ich es mal mit Holzkit quasi den Spalt noch ein bisschen zu überdecken. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wahrscheinlich schon. Und dann streiche ich drüber und dann sieht man es hoffentlich so gut wie gar nicht mehr. Und jetzt mache ich mich noch an die nächste Pfuschbehebung, beziehungsweise nicht Pfusch, ich habe einfach nicht nachgedacht. Und zwar, vielleicht ist euch das auch im ersten Video zu den Hängeschränken schon aufgefallen, dass die Holzlatten hier oben quasi nach hinten versetzt sind. Also die Platten stehen weiter nach vorne raus. Und die Holzlatten, die Nietmuttern, um genau zu sein, wo die Holzlatten angeschraubt sind, das sind drei Stück, die hatte ich halt schon viel früher gemacht, schon als wir die Deckenverkleidung hier reingemacht haben. Da mussten wir die Nietmuttern schon reinsetzen. Und damals haben wir uns halt überlegt gehabt, wie weit wollen wir, dass die Hängeschränke hier in den Raum reinstehen. Und dann haben wir extra diese Position gewählt und das hätte halt die Position sein sollen, wo dann vorne die Holzlatte endet und auch diese Platten enden. Und irgendwie habe ich beim Zuschneiden der Platten da überhaupt nicht dran gedacht. Und deshalb, ich dachte mir einfach so, ach ja, wenn die Platten bis ungefähr zu dieser Kante hier oben gehen, ist doch ganz schön. Und deswegen habe ich die einfach auf dieses Maß gemacht. Und danach habe ich mich gewundert, warum sind eigentlich die Holzlatten weiter hinten? Und im ersten Moment dachte ich noch, die sind wahrscheinlich einfach weiter hinten, weil nur da halt Platz für die Nietmuttern war. Aber nein, das war Absicht, dass wir die so gewählt haben. Und deshalb sollte auch der Hängeschrank eigentlich weniger in den Raum reinstehen, als es jetzt tut. Wir sprechen hier von gut 2 cm und ich werde jetzt einfach die Platten komplett einmal hier ganz, also eigentlich schneide ich vom Hängeschrank von vorne weg so eine Scheibe ab, vom ganzen Hängeschrank. Genau, und dann mache ich das so, wie es ursprünglich geplant war. Das heißt, wegen 2 cm Platz, die dann weniger Stauraum sind, aber dafür mehr Raumgefühl und weniger, dass der hier so in den Raum reinsteht. Das ist halt auch irgendwie wichtig, muss man halt auch im Blick behalten. Und ich glaube, Stauraum ist sowieso wirklich mehr als genug hier drin. Das ist wirklich ein Raumwunder. Und deswegen gönne ich mir nochmal die 2 cm mehr Luft sozusagen und mache mich da jetzt dran.
Aber dann sind die Hängeschränke wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe jetzt auch die Holzplatten für die Böden da. Habe ich heute im Baumarkt abgeholt. Counter ist bei 65 inzwischen. 65 Mal war ich wegen diesem Van-Ausbau schon im Baumarkt. Das ist schon langsam echt eine krasse Zahl. Aber genau, das heißt, als nächstes kann ich auch die Böden reinmachen. Und wenn die drin sind, dann geht es langsam Richtung Türen und Klappen. Wobei ich auf der anderen Seite im Hängeschrank hinten auch noch so ein kleines Kästchen reinbaue, wo USB-Ports und 12-Volt-Steckdosen reinkommen. Aber eins nach dem anderen, erstmal wird dieser Hängeschrank jetzt zugeschnitten. Ich muss sagen, jetzt bin ich doch froh, wieder im Warmen zu sein. An der Stelle Shoutout an meine Standheizung. Ich habe ja die Autotherm R2D von Tiger Expat. Findet ihr auch in der Beschreibung den Link. Wirklich nice. Also bei den Temperaturen, egal ob beim Reisen oder beim Arbeiten im Van, das wird man nicht aushalten. Jetzt war ich eine halbe Stunde draußen. Es war richtig eine blöde Arbeit, diese Scheibe vom Hängeschrank abzuschneiden quasi. Hat echt nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe es auch nicht so perfekt gemacht. Hier ist eine blöde Ecke. Hier ist was weggesplittert. Ja, also geht besser. Aber ich glaube, die äußeren Platten sind ganz gut geworden. Da ist es schön gerade. Und das sind die Platten, wo es wichtig ist, weil da wird man es später sehen. In der Mitte sieht man es eh nicht. Da kommen ja die Klappen drüber, dann fällt das gar nicht auf. Nur wenn der Schrank dann offen ist. Aber ich habe es auch ein bisschen abgeschliffen. Jetzt sieht es eh schon ganz in Ordnung aus. Und hier streiche ich ja auch noch weiß drüber. Von daher, ich glaube, am Ende ist das alles völlig in Ordnung. Und jetzt habe ich mir noch gleich schon wieder einen Schritt weiter gedacht. Und zwar habe ich mir aus dem Reststück von diesem Pappelsperrholzstreifen so eine Art Latte gebastelt, die jetzt hier beim vordersten Fach genau dazwischen passt. Und zwar aus einem Grund. Der Grund ist eine von den Rückwänden, und zwar eben die für das vordere Fach. Die kommt quasi hier. Nein. Genau, so kommt die hier nämlich rein. Da habe ich, man sieht es bestimmt, da habe ich hier hinten die eine Holzlatte, da kommt die davor. Die werde ich dann hier einfach nur dran drücken und anschrauben. Vielleicht sogar nur mit einer Schraube, einfach hier mittig, hält dann eh. Und hier hinten ist es so, dass sie quasi von hinten an diese Latte rankommt. Dadurch ist sie schon so einigermaßen eingespannt und hier oben kann ich sie jetzt aber nicht in die Latte reinschrauben, weil sie hier zu kurz ist. Da habe ich zu wenig Fläche, also die endet hier direkt da, wo die Holzlatte beginnt. Gerade so, dass sie nicht nach vorne durchrutschen kann quasi. Deswegen kann ich sie nicht anschrauben und dafür habe ich mir jetzt dieses kleine Stück hier noch ausgeschnitten. Also ich hätte jetzt auch eine Holzlatte dafür nehmen können, so eine dickere, aber ich habe halt das gerade da liegen gehabt, das hat von den Maßen fast gepasst. Und jetzt zeige ich mal die Ansicht von hinten. So, von hinten habe ich jetzt hier meine Platte und jetzt, wie gesagt, nach vorne rutschen kann die Platte nicht, weil sie hier hängen bleibt, aber zum Anschrauben ist hier eben zu wenig Platz und deswegen werde ich jetzt einfach dieses Ding hier noch hier so reinschrauben. Kann ich von hier reinschrauben und von unten und dann fixiert die, also dadurch ist die Verkleidungsplatte einfach hier eingespannt, dass wenn man dann von
von hier jetzt, wenn der Hängeschrank hier hängen würde, wenn man dann gegen die Verkleidungsplatte drückt, dass sie eben nach hinten nicht weg kann. Dafür ist dieses Ding da. Die schraube ich jetzt hier noch an. Das geht wieder nur, wenn der Hängeschrank noch nicht an der Decke angeschraubt ist. Deswegen mache ich das jetzt noch. Bei den anderen Verkleidungsplatten löse ich das dann anders. Da wird die Platte angeschraubt, wenn der Hängeschrank schon hängt. Also, let's go. Dann bin ich auch echt froh, wenn ich irgendwann mit diesen Hängeschränken mal fertig werde. Ich brauche wirklich für alles, was ich mache, Wochen. Aber gut. Der Hängeschrank steht jetzt ja 2 cm weniger in dem Raum und ich muss sagen, man merkt das wirklich. Das ist echt krass. Ich meine 2 cm, man könnte so denken, ach komm, scheiß doch auf die 2 cm. Aber man merkt es wirklich. Also es ist wirklich ein spürbarer Unterschied. Ja, da kommen ja auch noch die Türen drauf, die sind auch nochmal 15 mm insgesamt dick. Also die Klappen an sich sind 10 mm und dann aber noch 5 mm Zierblenden, diese, die ich auch bei der Küche schon benutzt habe. Das heißt, im Endeffekt landen wir doch wieder 1,5 cm weiter innen, aber sonst wären es ja noch 2 mehr gewesen und das merkt man eben wirklich. So, jetzt geht es aber auf jeden Fall an die Rückwände. Die werde ich jetzt anbringen. Die habe ich halt auch schon passend mir zuschneiden lassen. Da habe ich hier eine Holzlatte, die ist angeklebt an die Karosserie und hier hinten genauso. Da habe ich auch schon hier unten den Hängeschrank quasi nochmal reingeschraubt und da hinten auch, dass der Hängeschrank nicht nur in die Decke geschraubt ist, sondern eben auch in die Wand, um dann nochmal ein bisschen stabilisiert zu werden. Und jetzt kann ich sowohl hier diese Latte vom Hängeschrank als auch das hier zum Anschrauben der Verkleidungsplatte nutzen. Also ich schiebe die hier jetzt einfach so ganz hoch. Jetzt schraube ich die als erstes hier unten an, dann schraube ich hier eine Schraube rein, dass sie einfach da auch fest ist. Und oben kommt dann einfach nochmal so eine schöne Blende hier oben drauf. Die schraube ich dann hier oben in das Profilholz rein. Das wiegt absolut gar nichts, deswegen, das muss keine Last halten. Da geht es einfach nur darum, dass es da oben fixiert wird. Genau, und hinten sieht es genau gleich aus. Die Rückwände sind alle dran und als nächstes widme ich mich den Zwischenböden und da musste ich mich gerade ein bisschen ärgern. Das sind 8 Platten, die ich als Zwischenboden brauche und von diesen 8 Platten fehlt eine und 2 sind falsch zugeschnitten. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert, also jetzt muss ich deswegen morgen extra nochmal zum Baumarkt und muss mir diese 3 Platten noch besorgen, bevor ich das mit den Zwischenböden dann abschließen kann. Aber insgesamt natürlich absolut kein Vorwurf an meinen Baumarkt. Ich bin da eigentlich mega happy. Die machen mir immer meine Platten so schnell wie es geht und sind auch immer mega nett und helfen mir, wenn ich nicht weiter weiß und so. Deswegen, da bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ich kann auch froh sein, weil ich einen Baumarkt 2 Kilometer von hier weg habe. Also ich muss jetzt auch nicht extrem weit fahren. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich sowas. Naja. Auf alle Fälle habe ich auch im Baumarkt geguckt, wie ich denn meine Zwischenböden befestige. Da hatte ich nämlich noch keine Ahnung. Habe einfach mal geschaut, was es so gibt. Und ich wurde fündig und habe solche Teile hier gefunden. Im Endeffekt ist das hier so ein kleiner, wie ein Dübel aus so einem harten Plastik. Und dann hat es einfach so eine Auflagefläche. Und das wird noch nicht mal angeschraubt. Man bohrt einfach mit einem Bohrer, da gibt es verschiedene Größen. Das ist jetzt für einen 7 mm Bohrer. Bohrt man einfach ein Loch und dann wird es ins Loch reingesteckt. Und dann hat man hier oben eben diese Plastikauflagefläche und da legt man einfach nur die Platte drauf. Ja, und das werde ich jetzt mal probieren. Ich muss natürlich gucken, dass ich die richtige Höhe erwische. Hier jetzt zum Beispiel, ich habe mir das halt ungefähr überlegt, wo die Platte ungefähr hin soll. Habe es dann da ausgemessen. So ungefähr so gehört diese Platte jetzt. Und jetzt kann ich mir halt quasi hier vielleicht so einen kleinen Bleistiftstrich hinmachen. Dann weiß ich, okay, da soll die Platte später sein. Und dann setze ich halt mit dem Bohrer so an, dass das Loch quasi knapp unter dieser Linie dann endet und dann kann ich das da reinstecken. Und dann mache ich pro Platte 4 Stück, eins vorne, eins hinten auf beiden Seiten und dann, ja ihr seht es ja, die hält eh so schon, weil die so eingespannt ist, weil sie halt auch gerade so wieder reinpasst, aber dann sollte das eigentlich passen. Also ziemlich easy,
finde ich jetzt ganz cool, dass ich da mal nicht so viel Aufwand habe. Und ja, ich muss halt nur von der Höhe gucken, dass es richtig ist, weil halt, wenn ich tiefer gehe, ist die Platte zu weit hinten. Wenn ich höher gehe, steht die Platte nach vorne. Jetzt kann ich das zumindest hier mit meinen 5 Platten schon mal machen. Hier habe ich eine Platte, die ziemlich lang ist. Da muss ich dann mal schauen, wie stabil die ist, ob die genug aushält. Wenn nicht, muss ich hier vielleicht unten auch nochmal eine Trennung machen, also dass ich unten auch 2 Fächer habe, was sowieso gar nicht so schlecht wäre, weil hier unten kommt später auch noch so ein Ding mit USB-Ports und 12 Volt Power-Outlets rein. Das heißt, dann könnte ich hier noch so eine Trennwand machen und dann wäre das hier einfach wirklich so das Handy und Kamera und was weiß ich, Ladefach, wo man seine Sachen reinlegen kann. Und rechts daneben hätte man nochmal einen anderen Stauraum. Aber jetzt mache ich erstmal die Zwischenböden rein und dann mal gucken, vielleicht ist es auch stabil genug. Weil dann passt hier natürlich auch super zum Beispiel ein Laptop rein und dann kann man den da laden. Ist dann auch eine ganz praktische Sache. Also, let's go und morgen früh geht's erstmal wieder zum Baumarkt. So, alle Zwischenböden sind drinnen. Boah, irgendwie voll die crazy Akustik hier gerade, wahrscheinlich durch die Hängeschränke. Auf alle Fälle sind alle Zwischenböden drinnen. Ihr könnt vielleicht erkennen, der hier ist dicker als die anderen. Die sind alle 8 mm dick und der hier ist, ich glaube sogar 12. Ja, genau, der ist 12. Nicht, weil ich hier unbedingt so eine mega dicke Platte haben wollte, sondern einfach, weil ich da noch ein Reststück hatte und mir das daraus halt zugeschnitten habe. Mal habe ich halt jetzt ein paar Gramm mehr. Dafür hält das hier sehr viel aus. Allerdings ist diese Platte leider ein bisschen verzogen. Deswegen kann die hier so ein bisschen kippeln. Aber ist mir jetzt egal. Kann man ja austauschen, wenn man das möchte. Oder man macht einfach Gewicht rein und dann legt sie auch überall auf. Wenn da jetzt was Schweres drin wäre, dann legt sie überall auf. Und dann hält die Platte richtig schön viel aus. Aber auch die 8 mm Platten, die kann man auch locker mit genug Gewicht beladen. Also es ist wirklich alles mega, mega stabil. Ein paar Tipps noch, was mir jetzt gerade hier beim Machen aufgefallen ist. Ich habe da vorher auch noch nie mit diesen kleinen Plastikwinkeln oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Ich glaube, die heißen eigentlich wirklich Plattenhalter oder so. Stand auf dem Etikett im Baumarkt. Also ein paar Tipps dazu. Erstmal, das hatte ich im letzten Video zu den Hängeschränken auch schon empfohlen. Diese Platten hier sollten 10 mm sein, würde ich empfehlen. Die sind hier auf der Seite bei mir nur 8, habe ich festgestellt. Ich dachte, ich habe auf beiden Seiten 10. Nee, stimmt gar nicht. Ich dachte, ich habe auf beiden Seiten 8. Aber hier sind sie 8, auf der anderen Seite sind sie 10. Und bei den 10 mm Platten war es so, dass ich mit einem Holzbohrer, das bedeutet, ein Bohrer, der vorne noch so eine kleine Zentrierspitze dran hat, dass man eben erstmal genau den Punkt trifft, wo man bohren möchte. Das haben Holzbohrer immer. Ansonsten unterscheiden die sich, glaube ich, gar nicht von Metallbohrern, aber diese Spitze ist halt, dass man im Holz schon mal ansetzen kann, ist ganz praktisch. Auf jeden Fall, bei den 10 mm konnte ich dann so bohren, dass ich immer von der einen Seite reingebohrt habe und auf der anderen Seite habe ich geschaut, wann kommt die kleine Spitze zum Vorschein. Und so wusste ich, okay, jetzt bin ich fast durch, aber eben noch nicht ganz durch, weil man will ja eigentlich nicht, dass man auf der anderen Seite das Loch sieht. Das ist mir meistens dann gelungen, das hat von der Tiefe dann auch gut gepasst. Also es war dann tief genug, um diese Plastik Halterungen da drin zu befestigen, also sie weit genug reinzustecken im Prinzip. Aber es ist nicht so einfach, die Kraft beim Bohren so zu dosieren. Teilweise geht halt dann gar nichts, dann musst du ein bisschen fester drücken und dann rutscht man manchmal durch. Und ja, auf der Seite, wie gesagt, ist eh ein Sonderfall, aber auch auf der Seite mit den 10 mm Platten ist mir das ab und zu trotzdem passiert, dass ich dann durchgekommen bin mit dem Bohrer. Das heißt, man sieht das Loch von der anderen Seite. Ist jetzt wirklich nicht schlimm, weil wenn man es nicht weiß, merkt man das überhaupt nicht. Hier auf der Seite könnt ihr es sogar sehen. Hier ist zum Beispiel
Also hier ist einmal diese Plastikhalterung für die Platte und die Halterung für diese Platte ist natürlich von hier reingesteckt. Und da sieht man jetzt hier, dürftet ihr wahrscheinlich erkennen, ganz bisschen das Loch. Das ist halt hier jetzt direkt hinter der Plastikhalterung hier und dadurch sieht man es halt überhaupt nicht. Und so ist es, glaube ich, sogar, na, hier ist es einmal andersrum, klar. Also das kommt natürlich hier auf der anderen Seite sichtbar raus. Und hier war es jetzt eben auch so, hier habe ich 8 mm Platten. Da ging das nicht, dass ich nur die Spitze durchkommen lassen habe. Dann war es nicht tief genug, weil diese Plastikwinkel brauchen eben auch eine gewisse Tiefe, die man sie reinstecken muss. Das heißt, hier musste ich komplett durchbohren. Und jetzt ist es so, ach so, ja, okay, macht Sinn. Ich habe ja diese 7 mm Variante für eine 7 mm Bohrung. Und das heißt auch 7 mm Tiefe muss man bohren. Und bei 8 mm Platten geht das halt nicht, ohne dass man dann durchgebohrt hat. 1 mm kann man, glaube ich, nicht von so einer Platte da lassen. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, jetzt ist es halt so, dass ich hier die Löcher komplett durch die Platte durchgebohrt habe. Jetzt sieht man von der anderen Seite immer diese Plastiknippel, aber die kann man einfach mit Holzkit zumachen und dann drüber lackieren, wenn man das möchte. Dann sind sie komplett versteckt. Höchstwahrscheinlich werde ich das auch machen und die Fächer auch von innen komplett weiß streichen. Und dann kann ich die ganzen Macken mit Holzkit zumachen, drüber streichen und dann sieht das perfekt aus. Jetzt aber noch ein sehr hilfreicher Tipp. Und zwar habe ich die allererste Bohrung für diese Dinger mit einem 7 mm Bohrer gemacht, wie es eben auch empfohlen war. Die sind eigentlich für 7 mm. Dann war es aber so, dass dieser kleine Winkel Spiel da drin hatte. Das heißt, der wäre von selbst einfach wieder rausgerutscht. Und das ist natürlich uncool. Ich habe dann gedacht, vielleicht klebe ich sie fest, aber dann dachte ich mir, ne, bei den ganzen Dingern, die da festkleben, das wäre ja auch voll der Act. Deswegen habe ich es dann erstmal mit einem 6 mm Bohrer probiert, habe mit 6 mm das Loch gebohrt, dann hat dieses Ding gerade so nicht reingepasst. 6,5 wäre wahrscheinlich perfekt gewesen, hatte ich aber nicht. Und dann habe ich mit dem 6 mm Bohrer einfach das Loch immer noch so ein bisschen ausgeweitet, also so ein bisschen drin rumgedreht im Prinzip, während ich gebohrt habe. Und dann war es so, dass ich diese kleinen Winkel immer mit Kraft reinstecken konnte, teilweise auch mit dem Hammer nochmal reingehauen habe. Und jetzt sitzen die Winkel aber wirklich alle komplett fest, also die rutschen definitiv nicht von selbst raus. Und ja, so finde ich das eigentlich jetzt echt eine richtig nice Befestigung für diese Zwischenböden, weil wie gesagt, geht total einfach. Kostet auch nicht viel, also ein so ein Ding kostet 10 Cent oder so oder 15 Cent vielleicht. Auch noch ein Hinweis, kauft euch ein paar mehr. Ich hatte jetzt zufällig auch ein paar mehr genommen und da waren nämlich welche dabei, die dann falsch einsortiert waren. Also das ist jetzt einer für 7 mm, aber ich hatte jetzt auch ein paar mit deutlich, ja genau, hier sieht man es, hier viel kleiner. Dürfte man auch auf der Aufnahme wahrscheinlich erkennen. Also das ist, keine Ahnung, 5 mm oder so. Auf alle Fälle war das viel zu klein und gut, ich hätte dann auch ein kleineres Loch machen können, aber einfach ein paar mehr mitnehmen. Wie gesagt, bei 15 Cent oder 10 Cent das Stück tut das, glaube ich, nicht weh und dann hat man ein bisschen Reserve. Eine Frage will ich noch klären, bevor sie überhaupt gestellt wird. Die kommt nämlich bestimmt. Und zwar, ob denn diese Platten, die sind ja jetzt nur reingelegt, ob die nicht rausrutschen. Und ja, okay, also ihr kennt es vielleicht. Bei der Platte ist es jetzt sogar noch relativ locker, bei der hier auch übrigens, die ist ziemlich locker. Aber an sich, die anderen 10 Platten oder wie viele es sind, die sind alle so vom Maß her, dass sie halt wirklich gerade so nur da reingehen. Die musste ich teilweise richtig reindrücken. Das heißt, die bewegen sich safe nicht, weil die sind da richtig eingespannt. Aber die zwei, okay, doch, die ist eigentlich auch fest genug. Die will es auch nicht von selbst rausrutschen, da muss ich schon festziehen. Aber die hier, die ist eigentlich locker. Also die rutscht eigentlich schon von selbst raus. Aber, das große Aber, da kommen ja noch Klappen und Türen davor. Also auf der Seite nur Klappen, auf der anderen Seite zwei Türen und eine Klappe. Und dann kann es ja nicht rausrutschen. Also da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Das wird definitiv passen. Und genau, die Klappen und Türen müssen natürlich vernünftig gesichert sein. Sonst wird der TÜV auch ein Problem damit haben eventuell. Aber wenn die Klappen und Türen nicht aufgehen bei der Fahrt, dann ist es ja überhaupt kein Problem. So viel dazu. Jetzt würde ich aber sagen, ich mache mich mal an die zweite Eichenarbeitsplatte.
So, mit diesem wunderschönen Ergebnis dieser Arbeitsplatte beende ich das heutige Video. Ich finde, es ist richtig gut geworden, die Platte. Ist natürlich noch nicht fertig. Ich muss die beiden Platten noch ölen. Muss noch da drüben den Ausschnitt für den Wasserhahn reinmachen, also ein Loch. Und da hinten werde ich auch noch die eine Ecke so abrunden wie hier. Hier war es eigentlich Zufall, hatte ich gar nicht unbedingt geplant, aber es ist sowieso besser, weil hier steigt man ja ein. Dann will man nicht gerade an der Ecke immer hängen bleiben. Aber hier war es so, dass an der Ecke ein kleines Stück weggesplittert ist. Deswegen musste ich es quasi abrunden. Hat auch mega gut geklappt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe einfach mit der Stichsäge hier so ein Stück weggeschnitten und dann quasi die zwei entstandenen Ecken mit dem kleinen Handschleifer hier. Wirklich mega praktisches Ding. Kann ich euch auch nur empfehlen. Findet ihr auch in meinem Amazon-Shop. Das ist von Wolfkraft, so ein Schleifer, wo man dann diese Teile hier mit Klett einfach drauf machen kann. Kann man also auch ganz einfach austauschen und gibt es auch in verschiedenen groben Strukturen. Das ist ein relativ grobes und damit habe ich jetzt hier die Rundung eben dann so reingeschliffen. Ja, und ich finde, das sieht echt so nice aus. Und da hinten geht es eben dann so angeschrägt an die Dusche ran. Und unten drunter, das seht ihr jetzt aus der Perspektive gerade schlecht, aber die Küche endet schon ungefähr 20 cm vor der Duschwand. Das heißt, da unten drunter ist jetzt gerade noch ein freier Raum. Den werde ich natürlich auch noch nutzen. Da war mal der Gedanke, eine ausziehbare Kleiderstange. Wahrscheinlich mache ich jetzt doch einfach nur Kleiderhaken rein, dass man da zum Beispiel Jacken reinhängen kann. Aber überlege ich mir noch, vielleicht wird es auch doch die ausziehbare Kleiderstange. Oder man könnte natürlich auch noch offene Fächer reinmachen, die man dann mit einem Vorhang oder so verschließt oder was auch immer. Aber so ist es halt auch ein ganz guter Platz, um dann zum Beispiel Wasser da unten zu verstauen, also jetzt zum Trinken, also Wasserflaschen. Oder eben sowas wie Jacken oder irgendwelche Klamotten, die man einfach kurz mal wo aufhängen will, die kann man halt da reinhängen und dann sind sie so halb verstaut, hängen nicht irgendwo im Weg rum. Deswegen, auch das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Aber ich habe eigentlich gesagt, ich beende das Video, deswegen würde ich sagen, das mache ich jetzt auch. Nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit den Hängeschränken und mit der Küche. Also bei den Hängeschränken fehlen im Prinzip jetzt nur noch die Türen und die Klappen. Da mache ich auch wieder so schöne Verzierungen drauf und natürlich Griffe. Das wird dann auch nochmal richtig nice aussehen, denke ich. Wird auch noch alles weiß gestrichen. Da streiche ich dann auch die Duschwände weiß und dann geht das alles langsam voran. Und bei der Küche, wie gesagt, da werde ich die Arbeitsplatten jetzt mal fertig machen, werde die halt ölen und dann kann man das auch miteinander verschrauben mit der Küche. Wie ich das genau mache, zeige ich euch natürlich dann auch. Und dann kann ich irgendwann die Küche auch mal festschrauben, weil die zwei Küchenelemente, die stehen hier schon, ich will nicht wissen, wie lange, ich glaube schon 2-3 Monate stehen die so halbfertig hier rum, sind aber noch nicht angeschraubt und ja, eben auch noch nicht ganz fertig. Ich will das jetzt einfach mal abschließen, aber jetzt wird wirklich alles so langsam. Bald geht es dann auch an die Elektrik, da kommt dann auf jeden Fall ein separates Video dazu oder sogar mehrere. Und auch das Wassersystem kommt dann noch. Ich denke, das wird auch für viele von euch sehr spannend. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert gerne den Kanal. Gebt mir wie immer gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder im nächsten Van-Ausbau-Video. Ciao!